Rasayana. Bei diesem Begriff geht allen Ayurveda-Liebhabern das Herz auf. Ayurveda gilt als eines der ältesten Medizinsysteme der Menschheit und zugleich die älteste Anti-Aging-Medizin, in der Alterung und Verjüngungsmaßnahmen konkret und systematisch beschrieben und mit Rasayana ihnen sogar ein eigener Fachbereich zugeordnet wurde. Im Ursprungsland Indien kann man nach dem Studium der Ayurveda-Medizin sich im Rahmen seiner fachärztlichen Weiterbildung auf diesen Fachbereich sogar spezialisieren. Im heutigen Video möchte ich gerne die Geheimnisse hinter Rasayana lüften und dir zugleich 20 ganz konkrete Tipps zur Optimierung deines Alterungsprozesses an die Hand geben. Im Namen Ayurveda steckt schon die Grundidee der Langlebigkeit, die alles in dieser Lehre überragt. Ayurveda dient einem langen, gesunden und glücklichen Leben in Einklang mit den Naturgesetzen. Schauen wir uns diesen Begriff etwas näher an. Ayurveda setzt sich aus Ayu oder Ayus und Veda zusammen, wird meistens übersetzt als das Wissen vom Leben. Das ist aber relativ allgemein gehalten. Schauen wir etwas differenzierter in die Begrifflichkeiten, dann sehen wir, dass Ayu nicht nur Leben bedeutet, sondern auch unsere Lebenszeit oder unsere Lebensspanne, Langlebigkeit und die Lebenskraft im Rahmen dieser Langlebigkeit. Und Veda steht nicht nur für Wissen, sondern auch für die Lehre und die Empfindung. Ayurveda ist damit das Wissen, die Lehre und die Empfindung eines langen, kraftvollen, gesunden Lebens. Ayurveda ist eine Elementlehre, ähnlich wie die alte griechische Medizin aus unserem Kulturkreis nach Hippokrates. In einem Raum, der wie ein Container dient, gibt es Bewegung. Diese Bewegung wird dem Luftelement zugeordnet. Es gibt Umwandlungsprozesse, die dem Feuerelement zugeordnet werden. Es gibt nährende Prozesse, das ist das Wasserelement. Und es gibt den Kontext von Schutz, von Form, von Halt, das ist das Erdelement. Wir haben also Erde, Wasser, Feuer und Luft im Raumelement. Wenn wir geboren werden, verdichten sich diese vier Elemente im Raumelement. Und wenn wir eines Tages sterben, lösen sich diese Elemente nacheinander wieder auf in das Raumelement hinein. Das klingt zunächst einmal abstrakt, ist es aber gar nicht. Denn die Elemente sind Träger von Eigenschaften. Und die Eigenschaften können wir mit unseren Sinnen komplett wahrnehmen. Ich möchte zwei Elementbeispiele herauspicken, die besonders relevant für unser heutiges Thema sind. Nämlich einmal das Wasserelement, was als das lebensspendende Element gilt und die Eigenschaften feucht, kühl und schwer in sich trägt. Wir alle wurden gezeugt und dann im Rahmen der Schwangerschaft unserer Mutter sind wir in Flüssigkeit sozusagen aufgewachsen, bevor wir das Licht der Welt dann erblickt haben. Und das Luftelement ist das Element, was uns am meisten altern lässt, aufgrund seiner Eigenschaften trocken zu sein, leicht zu sein, rau zu sein und auch kühl zu sein. Du hast sicherlich schon von den drei Kräften gehört, Vata, Pitta und Kapha. Die werden den Elementen zugeordnet. Das Wasserelement hat viel mit Kapha zu tun und verjüngt uns, hält uns auch lange jung. Das Luftelement hat viel mit Vata zu tun und Vata ist sozusagen das Prinzip, was uns altern lässt. Deswegen müssen wir darauf achten, dass das Vata in unserem Lebenslauf nicht zu schnell ansteigt und vor allem dann über 50, gerade im Hinblick auf die Eigenschaft Trockenheit, kontrolliert wird, indem wir der Trockenheit entgegenwirken. Das ist das Grundmodell, nach dem wir im Ayurveda denken und handeln. Der Begriff Rasayana setzt sich ebenfalls aus zwei Teilworten zusammen, nämlich einmal Rasa und einmal Ayana. Rasa steht für die Essenz und den Nährsaft, also etwas Nährendes, Versorgendes. Und Ayana ist der Weg, die Zirkulation oder die Reise. Es geht also im Rasayana darum, dass wir nährende Substanzen, nährende Qualitäten auf die Reise bringen und unseren ganzen Körper, unser ganzes System durchfluten lassen. Rasayana wird oft als Regeneration, Revitalisierung, Verjüngung übersetzt. Das ist aber nicht die konkrete Übersetzung, sondern das ist die Idee, die dahinter steht. Wir möchten also eine Nährung, gerade im Sinne des Wasserelementes, in die verschiedenen Gewebe bringen und gleichzeitig darauf achten, dass Alterungseigenschaften wie zum Beispiel Trockenheit, Kälte, Leichtigkeit nicht überhand nehmen.
Wir können Rasayana auch als Maßnahmen zur nachhaltigen Veredelung unseres Körpers, unserer Sinne und unseres Geistes verstehen. In diesem Zusammenhang gibt es ein berühmtes Mantra und dieses lautet: Erst reinigen, dann veredeln. Die Rasayana-Methoden in einem ungereinigten Körper sind vergleichbar mit dem Färben eines schmutzigen Stück Stoffes. So heißt es in einem Zitat aus diesem Klassiker vor 2000 Jahren. Damit das nicht eintritt, weil das auch Nebenwirkungen zur Folge haben kann, gibt es eine konkrete Abfolge in der Rasayana-Behandlung. Zuallererst muss gereinigt werden. Das nennen wir im Ayurveda Shodhana. Dort kommen Ausleitungsverfahren zum Einsatz, eventuell Panchakarma-Methoden, also Kurmaßnahmen oder auch ambulante Maßnahmen, die man selbst zu Hause durchführen kann, um Rückstände, die sich im Laufe der Jahre angesammelt haben, erst einmal zu eliminieren. Danach ist der Körper manchmal etwas geschwächt, das heißt, man muss ihn erstmal stabilisieren, besänftigende Maßnahmen einleiten, lindernde Maßnahmen, die nennen wir Shamana. Und wenn dann der Körper gut reguliert und stabilisiert ist, dann kann die eigentliche Verjüngungsmaßnahme beginnen. Und diese kann entweder in ambulanter Durchführung parallel zum Arbeitsalltag geschehen oder auch in einer stationären Intensivdurchführung, so in einem Retreat-ähnlichen Style, über mehrere Tage, mehrere Wochen, bis hin sogar zu mehreren Monaten. Die alten Schriften haben von bis zu 6-monatigen Rasayana-Rückzugskuren gesprochen. Also da ist sozusagen dem Umfang und der Intensität und Dauer keine wirkliche Grenze gesetzt. Ich möchte dir nun zu allen 4 Bereichen, also der Ernährung, den Heilpflanzen, dem Verhalten und dem Mindset, jeweils 5 Tipps an die Hand geben, mit denen du deinen persönlichen Alterungsprozess positiv beeinflussen kannst. Fangen wir an mit der Ernährung. Welche sind 5 Lebensmittel oder Lebensmittelgruppen, die im Ayurveda als verjüngend eingestuft werden? Erstens sind es Früchte, so wie zum Beispiel die Weintraube. Ja, süße, reife, kühle und befeuchtende Früchte stehen hier im Vordergrund. Dann haben wir die Gruppe der Öle und Fette. Wir haben ja schon gelernt, dass die Trockenheit ein zentrales Problem im Alterungsprozess ist. Deswegen gesunde Öle, gesunde Fette vermehrt einzusetzen, im Rahmen der Verdauungskapazität natürlich, ist sehr, sehr wichtig. Hierzu gehört das Butterreinfett, Ghee, was auch hoch erhitzbar ist, aber auch natürlich Öle wie beispielsweise Olivenöl mit seiner sehr antioxidativen Wirkung und seinen hochwertigen Inhaltsstoffen. Dann haben wir ein umstrittenes Lebensmittel, was im Ayurveda gar nicht so umstritten ist, nämlich Milch. Ich weiß, es gibt viele Milchgegner hier im Westen, gerade oder natürlich unter den Veganern. Und das ist auch zum Teil berechtigt. Im Ayurveda wird Milch trotzdem als sehr nahrhaft eingestuft. Und man sagt, Milch hat die Eigenschaften von Ojas. Das ist die Essenz aus unseren Geweben, was also sehr verjüngend wirkt und was sehr, sehr nahrhaft wirkt. Natürlich auch sehr stark befeuchtend wirkt. Also von daher kann man mit Milch sehr gute Wirkung erzielen. Vorausgesetzt ist natürlich, dass es sich um eine hochwertige Milch handelt. In Demeter-Qualität empfehle ich sie. Und natürlich auch nur in der Menge, in der sie gut verdaulich ist. Dann haben wir Honig. Honige werden auch nochmal weiter unterteilt. Honig gilt als ein klassisches Verjüngungsmittel. Man kombiniert auch viele Heilpflanzen mit Honig als Trägermittel. Ja, mit seinen ganzen Enzymen und hochwertigen Inhaltsstoffen gilt also Honig als verjüngend. Und dann haben wir die Nüsse. Nüsse und Samen, Beispiele wären die Walnuss oder die Pekannuss. Wir können Mandeln heranziehen. Wir können die Macadamianuss, die ist etwas schwerer. Wir können aber auch Pinienkerne oder Zedernüsse. Also viele sehr butterige Nüsse auch sind hier besonders mit Rasayana-Eigenschaften ausgestattet. Kommen wir zur nächsten Gruppe. Und das sind die Heilpflanzen. Ich habe dir mal die 5 wichtigsten Heilpflanzen mitgebracht. Das ist einmal die Ashwagandha-Wurzel, Amalaki-Früchte, Guduchi, Shatavari und Brahmi. Diese 5 schauen wir uns kurz an. Ich gebe dir so die wichtigste Information zu diesen 5 Substanzen, die als verjüngend eingestuft werden, als sogenannte Rasayana-Substanzen, die eingesetzt werden, nachdem der Körper, wie gesagt, gereinigt wurde und stabilisiert wurde und die Verdauung so intakt gebracht wurde, dass sie diese Substanzen auch optimal verarbeiten, umwandeln und an die Zielorte transportieren kann. Das ist immer die Voraussetzung. Ansonsten werden diese Substanzen nicht wirklich ankommen. Die Ashwagandha-Wurzel heißt im botanischen Namen Vitania somnifera und sie hat verjüngende Wirkung in vielen Bereichen.
Unter anderem in unserem Bewegungsapparat, also bei degenerativen Erscheinungen im Knochenapparat. Wir kennen Arthrose, Osteoporose im Alter, Osteochondrose. Aber auch für Muskelabbau ist diese Ashwagandha-Wurzel besonders hilfreich. Sie unterstützt auch unser Nervensystem und gilt als ein sogenanntes Adaptogen, was also die Anpassungsfähigkeit an innere und äußere Stressoren optimieren kann. Und last but not least wird Ashwagandha auch eine energetisierende Wirkung nachgesagt. Und viele Menschen erleben in ihrem Alterungsprozess einen Energieabfall, Erschöpfungssymptome. Und genau dort könnte man gegensteuern. Die nächste Substanz ist die Amalaki-Frucht. Und da kannst du dir merken, die wirkt vor allem verjüngend auf Haut, Haare, Nägel. Hautalterung ist genau die Alterung, die wir als allererstes sehen. Die Zunahme von Falten, von Alterspigmenten, die Verdünnung der Haut und vieles mehr, die Austrocknung der Haut. Und die Amalaki-Frucht, das weiß man heute aus wissenschaftlichen Untersuchungen, kann zum Beispiel die Kollagensynthese stimulieren, was ja ein wichtiges Prinzip der Hautverjüngung darstellt. Botanisch heißt diese Frucht Phyllanthus emblica. Dann habe ich eine dritte Substanz mitgebracht, das ist Guduchi, Tinospora cordifolia. Das können wir uns vor allem merken als Verjüngungsmittel für unser Immunsystem. Es ist eine der bedeutendsten immunmodulierenden Pflanzen der Welt und innerhalb der Ayurveda-Medizin eine der größten überhaupt. Guduchi hat auch eine ganz tolle Wirkung auf unseren Stoffwechsel, auch auf den Leber-Galle-Stoffwechsel, auf eine gute Blutbildung, also hat noch viele weitere Wirkungen, aber wir merken uns mal als Schlagwort vor allem Verjüngung im Kontext des Immunsystems. Die vierte Substanz, die wir hier sehen können, ist die Spargelwurzel, Asparagus racemosus, im Sanskrit Shatavari genannt. Und diese Spargelwurzel wirkt vor allem für Frauen hormonell verjüngend. Nach den Wechseljahren ist sie besonders beliebt und kann Wechseljahresbeschwerden zum Beispiel positiv beeinflussen und für eine hormonelle Balance sorgen. Shatavari selbst wirkt auch sehr ausgleichend auf unseren Bewegungsapparat, auf unser Nervensystem, kann also noch in vielen anderen Bereichen wirksam eingesetzt werden. Aber wir merken uns vor allem die hormonelle Balance als Schlagwort. Und als fünfte und letzte Substanz mit verjüngenden Eigenschaften habe ich Brahmi gewählt. Brahmi Bacopa monnieri ist eine vor allem für das Nervensystem verjüngende Substanz und sie wird auch sehr gerne in der Demenzprophylaxe eingesetzt. Wir haben also fünf Substanzen. Jetzt fragst du sicherlich, ja, wie kann ich die denn einsetzen? Wie viel soll ich denn nehmen? Wie soll ich die denn kombinieren? Welche Produkte? Wo kann ich die bestellen? Das ist nicht Bestandteil dieses Videos, weil das wäre eine Werbung für irgendwelche Produkte oder irgendwelche Firmen oder dergleichen. Und es wäre auch unverantwortlich, denn welche Substanz zum Tragen kommt und wie du sie konkret dosieren sollst, das solltest du natürlich konkret in Erfahrung bringen im Rahmen einer Beratung. Das heißt, hierfür sollte erstmal eine saubere Diagnostik durchgeführt werden und dann müssen wir konkret schauen, welche Substanz für dich wie konkret einsetzbar ist und geeignet ist. Also hier einfach nur wild eigene Verordnungen vorzunehmen und Cocktails einzunehmen, macht selten Sinn, sondern Verjüngung, wenn wir es professionell ayurvedisch angehen, folgt einem konkreten Plan mit einer sauberen Diagnostik im Rahmen einer Well-Aging-Sprechstunde, dass also erst einmal professionell geschaut wird, wo genau ist Handlungsbedarf, was wollen wir im Alterungsprozess konkret entstören, wo wollen wir vorbeugen, was wollen wir konkret erzielen und dann konkret zu schauen, wie sieht die Ernährung aus, welche Heilpflanzen kommen zum Einsatz und auch die anderen beiden Gruppen, auf die ich jetzt eingehen möchte. Nämlich die nächste Gruppe, das ist unser Verhalten. Was sind fünf Verjüngungsbeispiele für unser Verhalten, gerade auch im zunehmenden Alterungsprozess? Allen voran die Atmung. Wir dürfen nicht immer nur über die Nahrung nachdenken, die uns mit Energie versorgt. Wir benötigen Sauerstoff. Und unsere Atmung verbindet zudem unser körperliches Empfinden ganz stark mit unserem Nervensystem und mit unserem Geist. Das heißt, wenn wir lernen, tiefer zu atmen, ruhiger zu atmen und vor allem auch das Ausatmen zu verlängern, dann kommen wir in eine nervliche Balance, die wir sofort spüren und fühlen können und können uns enorm ausgleichen, nebst der Tatsache, dass wir eine bessere Sauerstoffversorgung erreichen. Ein sehr wichtiger Punkt. Dann natürlich der Schlaf. Ausreichender Schlaf. Wir alle wissen, im zunehmenden Alterungsprozess haben wir leider Gottes Schlafprobleme. Viele schlafen kürzer, gerade auch alte Menschen können nicht mehr so gut schlafen, werden oft wach, liegen lange wach und neigen dann dazu, einfach die Nacht zum Tag zu machen. Das kann natürlich den Alterungsprozess nochmal beschleunigen
und dementsprechend Schwierigkeiten generieren. Deswegen sollten wir unbedingt darauf achten, dass wir den Schlaf fördern, vor allem die Stunden vor dem Schlaf optimieren. Dazu haben wir ja auch Videos hier bei uns auf dem Kanal. Und natürlich die Schlafdauer einhalten, auch gleichzeitig die Schlafrhythmik optimieren. Das heißt also früher zu Bett gehen, morgens mit dem Sonnenaufgang in etwa aufstehen und eine Schlafdauer von wenigstens 7 Stunden einhalten. Das können auch bei manchen Menschen 8 Stunden sein. Das muss man dann konstitutionell optimiert anpassen. Dann haben wir das Thema Bewegung. Wir wissen, dass spätestens ab dem 40. Lebensjahr die sogenannte Sarkopenie eintritt, also ein physiologischer Muskelabbau. Deswegen ist es sehr wichtig, den Muskel zu erhalten. Das können wir aber nur, wenn wir den Muskel gegen Widerstand trainieren. Da wir heutzutage hier im Westen kaum noch körperlich arbeiten, ist es deshalb wichtig, Krafttraining als ganz, ganz wichtige Säule unseres Bewegungsprogramms zu integrieren. Gepaart mit Ausdauersport, sanftem Ausdauersport, vor allem für Herz-Kreislauf, auch für eine Blutdruckregulation und auch um dafür zu sorgen, dass der Stoffwechsel gut arbeitet. Und das wiederum zu paaren mit der Förderung von Beweglichkeit, weil wir im Alter typischerweise steifer werden. Beweglichkeit, Koordination, Flexibilität zu optimieren. Ich empfehle daher ein individuelles Krafttraining gepaart mit sanftem Ausdauertraining und Yoga. Diese Dreierkombination hat sich enorm bewährt als verjüngend im Rahmen unseres Lebensstils. Dann die Körperpflege spielt ebenfalls eine große Rolle. Das heißt unsere Hautpflege, die immer wichtiger wird im Alterungsprozess, weil die Haut natürlich trockener wird und einfach auch bedürftiger wird. Und wenn wir dieser Hautalterung entgegensteuern möchten, dann müssen wir natürlich dafür etwas tun. Aber zur Körperpflege gehört zum Beispiel auch, regelmäßige Massage zu erhalten, Dampfbäder zu erhalten. Da gibt es eine ganze Menge Maßnahmen, die im Ayurveda konkret Anwendung finden. Und eine fünfte wichtige Empfehlung ist die Naturerfahrung. Gehe mehr raus in die Natur, in die Wälder, erlebe die Elemente in ihrer originalen Form, höre den Vögeln zu, versuche wieder Eigenschaften wahrzunehmen, trainiere deine Sinne, nicht nur über moderne mobile Geräte, sondern vor allem über die Klänge, Düfte und die Empfindungen, die du in der Natur haben kannst. Waldbaden, Shinrin-yoku im Japanischen genannt, wird immer populärer und das ist gut so. Ja? Also am besten gleich nach dem Video raus. Und dann haben wir den vierten Bereich, das ist unser Mindset. Und der spielt natürlich eine überragende Rolle. Wir dürfen also Rasayana und Verjüngungsmaßnahmen wirklich nicht nur auf körperliche Maßnahmen reduzieren. Das erste Prinzip, was aus meiner Sicht hier bedeutsam ist, ist Dankbarkeit zu empfinden. Und sich jeden Tag bewusst zu machen, wofür wir eigentlich dankbar sein können. Ja, überlege dir jeden Tag 1 bis 3 Punkte, für die du zutiefst dankbar bist und reflektiere die. Ja, das wird deinen Tag komplett anders gestalten. Dann haben wir den Gedanken der Lebensziele, die im Ayurveda eine sehr wichtige Rolle spielen. Es werden 4 Gruppen an Lebenszielen unterschieden. Einmal der Bereich unserer Pflichten, unserer Verantwortung, auch ethisch-moralischer Rechtschaffenheit. Dann haben wir als 2. Gruppe den Bereich der materiellen Verwirklichung, also materielle wirtschaftliche Lebensziele. Der 3. Bereich bezieht sich auf unsere Sinnesgelüste und Sinnesgenüsse. Also, dass unsere Sinne genährt werden und dass wir Freuden haben an unseren Sinnen. Und der 4. Bereich ist der Bereich der spirituellen Ziele, dass wir sozusagen Antworten finden auf die Frage, was soll das Ganze eigentlich? Wofür wurde ich geboren? Wohin gehe ich eigentlich? Was ist real? Was ist vielleicht Illusion? Dann haben wir den Gedanken von Mitgefühl. Sich in den Leidensdruck anderer Menschen hineinzuversetzen und einen tiefen inneren Wunsch zu verspüren, diesem Abhilfe zu leisten und auch dann ganz konkret zu helfen. Ja, so Mitgefühl zu entwickeln, gerade im zunehmenden Alter und nicht mehr sich nur um sich selbst zu drehen und kreisen, ist ein ganz wichtiges verjüngendes Element. Das Gleiche gilt für die Akzeptanz. Wir werden im Alter konfrontiert mit unangenehmen Erfahrungen, mit körperlichen Schmerzen, mit der Abnahme von Körperfunktionen, mit der Abnahme von Attraktivität und vielem, vielem mehr. Das mögen wir natürlich nicht. Wer mag das schon? Aber wir können diesem mit Akzeptanz, mit einer inneren Offenheit begegnen und das Beste aus den Situationen tatsächlich machen. Wenn wir diese innere Annahme praktizieren und nicht mehr gegen etwas kämpfen, was uns in dem Moment stört, werden wir deutlich jünger ins Alter kommen. Und der 5. und vielleicht wichtigste Punkt innerhalb des Mindsets ist Meditationspraxis. Je älter wir werden, desto bedeutsamer wird es, dass wir, wenn möglich, jeden Tag ein paar Minuten wenigstens einer ganz konkreten meditativen Praxis widmen.
Wie die genau aussehen kann, ob das eine stille Meditation ist, eine Atemmeditation, eine Meditation mit Visualisierungscharakter, vielleicht eine Gehmeditation oder ob du einfach ein meditatives Verhalten in deinen Alltag integrierst, das kann man im Einzelfall dann konkret erörtern und anschauen. Aber meditative Praxis meinerseits wärmstens empfohlen, wenn du dich geistig jung halten möchtest oder verjüngen möchtest, wenn du das Gefühl hast, du bist vorzeitig gealtert. In diesem Sinne kann ich nur sagen, age well, so wie dieses Ehepaar. Das würde mich sehr freuen. Wende diese 20 Empfehlungen konkret an. Stell sie einfach erstmal auf den Prüfstand. Ja? In welchen Bereichen siehst du wirklich Luft nach oben und Handlungsbedarf? Führe sie dann durch, versuche sie zu optimieren. Und wenn du Unterstützung möchtest, kannst du jederzeit in unserer Praxis anrufen oder eine E-Mail schreiben. Die Kontaktdaten und Links findest du wie immer in der Videobeschreibung direkt unter diesem Video. Vielen Dank. Und alles Gute, age well.